Dann machen wir das doch direkt. Ich bin unaufhaltbar, meine lieben Freunde. Unaufhaltbar. Ja, wir haben zumindest wenigstens noch ein bisschen was hier zu tun. Auch dieser Knödelkopf, den müssen wir noch machen. Wer hier rumrennt und wer nicht, das entscheide immer noch ich, mein Freund. So, machen wir doch mal Meditation. Meditation. Gut, das ist später morgen, aber besser so als gar nicht. Ich bin nur eine Rauchen gegangen. Sie haben immer noch ein Mutter. Jetzt können Sie sich nicht auf eine Farbe einigen. Ich verstehe das Scheißproblem nicht. Geil. Das muss ein Missverständnis sein. Ihr seid zu früh. Heute war ausgemacht und heute sind wir da. Das Material ist komplett und meine Truppe kann's kaum erwarten. Wir fangen an, so wie unsere hübsche Regisseurin sich in Sachen Dekoration entschieden hat. Aber Rittersporn hat doch gar nicht das Geld für euch. Doch, hat er, wie sich zeigt. Jedenfalls bald. Er arbeitet dran. Siehst du? Alles in Butter. Würdest du also endlich entscheiden, welchen Stil das Interieur haben soll? Was steht denn zu... was fragt ihr mich? Was fragt ihr mich? Na, die holde Dame kann sich offenbar nicht entscheiden. Und Meister Rittersporn sagt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Boudoir-Stil und Theaterdekoration. Aber dass er uns Bescheid geben würde, so wie wir eintreffen. Und hier sind wir. Aber die Entscheidung steht noch aus. Die Dame ist ganz überrumpelt, dass sie wählen soll, obwohl doch die ganze Renovierung eindeutig ihr zuliebe stattfindet. Mir zuliebe? Mir zuliebe jedenfalls nicht. Also, würdest du jetzt bitte entscheiden, bevor mir eine Ader platzt? Ich weiß nicht, was Rittersporn gefallen würde. Geralt, du kennst ihn länger. Sag du was. Passt besser zum Kabarett. Kabarett ist eine Art Theater. Die Dekoration sollte dazu passen. Das für dich. Also entscheidest du. Ja, das ist, passt. Boudoir-Stil. Was ist der Boudoir-Stil? Theaterstil. Boah. Kenne ich mich in sowas aus? Nein, ich nehme jetzt einfach mal das mittlere. Boudoir kommt mir bei einem Kabarett passender vor, solange wir es mit den Polstersesseln nicht übertreiben. Eine wunderbare Wahl. Endlich. Meine Herren, Schluss mit den Nasebohren. An die Arbeit. Tja, dieses Kabarett muss ja toll sein. Seit Rittersporn den Laden hier geerbt hat, redet er von nichts anderem. Ich hätte nur nicht gedacht, dass er zur Tat schreitet. Und so schnell. Wer weiß, vielleicht wird er jetzt sogar häuslich. Er muss ja das Geschäft im Auge behalten. Wer hätte das geahnt? Was immer die Leute reden, Rittersporn packt das Leben sehr rational an. Tja, ich glaube es nicht. Reden wir vom selben Mann? Von Rittersporn, der in einer Nacht ein Vermögen verliert, für das man halb Novigrad bekäme? Aber er kann auch verantwortungsvoll sein. Er bezahlt jeden pünktlich, der für ihn arbeitet. Und er hat noch nie einen Auftritt versäumt. Hoffentlich ist eure Eröffnung nicht das erste Mal. Er ist immer noch nicht hier. Na, er hat gesagt, dass er zu Polly geht, unserer Choreografin, sobald er das Geld hat. Sie hat die letzten Proben versäumt. Er wird ja wohl nicht in Schwierigkeiten sein. Bei Rittersporn ist alles möglich. Mal sehen, ob ich ihn finde. Es war so klar, dass wir ihn wieder suchen müssen. Hauptsache, sie bezahlen und schlagen mich. Oh, nette Dame. Noch ein Mutant. Immer noch Mutant, ja? Ich kann mir mal eben nicht aussuchen, ob ich mal Mutant bin, mal nicht. Ja, so langsam wird es doch im Kabarett. Oder im Rosmarin und Thymian, so heißt das Ganze ja. Wofür? Dass ich dich leicht angestupst habe? Ist das Rittersporn, der da klopft? Für wahr?
Polly, alles in Ordnung? Mach auf! Ich bin nicht betrunken. Das ist kein Bordell. Okay. Was ist denn das für ein Krawall? Polly und ihr schwachsinniger Verlobter streiten sich. Sie ist in dieser Stadt die Einzige, die sich mit Choreografie auskennt. Und dieser Armleuchter lässt sie nicht für mich arbeiten. Moment mal, was machst du hier eigentlich? Wir wollten uns doch im Rosmarin treffen. Wollten wir, aber du bist nicht aufgekreuzt. Priscilla hat angefangen, sich Sorgen zu machen. Da wollte ich mal nach dir schauen. Priscilla hat sich Sorgen gemacht? Wie schön. Für sie nicht so sehr wie für dich. Gehen wir. Hast du nicht gehört, was da drinnen vor sich geht? Wir müssen Polly helfen. Warum landen schöne Frauen bloß immer bei solchen Arschlöchern? Keine Ahnung. Geh zurück. Ich trete die Tür ein. Warte. Müssen wir ihr das Haus kaputt machen? Sie hat hier irgendwo einen Zweitschlüssel. Woher weißt du von diesem Zweitschlüssel? Woher weißt du, dass sie diesen Zweitschlüssel hat? Wir arbeiten ja nicht erst seit gestern zusammen. Bevor Polly sich mit diesem Rubio eingelassen hat... Hast du sie oft besucht? ...habe ich mich hier verkrochen, wenn Priscilla und Polly im Rosmarin und Thymian geprobt haben. Sie haben Tanznummern einstudiert und ich habe komponiert. Also ist Polly nicht eine deiner... Ich trenne Geschäft und Vergnügen stets sorgfältig. Und Priscilla ist die Ausnahme? Die sich ja sorgt um uns, wie du gerade sagtest. Also genug geschwätzt und frisch ans Werk. Ja, okay, suchen wir mal den Schlüssel. Gut, suchen wir den Schlüssel. Müssen wir wieder den blöden Schlüssel suchen. Das ist aber sehr einfach. Verdammt, wo würde sie... Nicht hier. Schade, das wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Nein, ja. Ah, der Schlüssel. Ja, stehst du mal auf hier. Aufgeschlossen. Was zum Teufel soll denn das? Raus aus meinem Haus! Pass bloß auf und lass die Frau in Ruhe. Ja, zum... Das ist meine Verlobte! Aber nicht dein Eigentum. Ich liebe sie! Ich lasse nicht zu, dass sie im Bordell den Hintern schwingt. Jetzt mal langsam. Hier liegt eindeutig ein riesiges Missverständnis vor, das ich im Handumdrehen aufklären kann. Schieb dir deine Ausreden in den Arsch. Verpiss dich, sonst spalte ich dir den Schädel. Lass Rittersporn ausreden. Mein Freund war höflich, also sei du auch höflich und hör ihn an. Sonst regeln wir das alles anders. Na gut, red schon. Rubio, nicht? Polly hat mir so viel von dir erzählt. Sie hat dich als gebildeten, weltoffenen Menschen beschrieben. Das hast du? Na, es stimmt ja auch. Ich bin sehr weltoffen. Aber nur bis zu dem Punkt, an dem meine Verlobte im Puff mit dem Arsch wackeln will. Raus mit euch beiden. Polly geht nirgendwo hin. Lass Rittersporn ausreden. Lass ihn ausreden. Das hier hat nichts mit einem Bordell zu tun. Siehst du, mein Freund, Geralt hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Was du da hast, ist ein veraltetes Werbeplakat. Veraltet? Durchaus. Zu dieser Zeit war mein Etablissement noch unter anderer Leitung. Ich hingegen würde in meinem Kabarett niemals irgendwelche Anstößigkeiten dulden. Schon meine Reputation verbietet das. Worum geht's denn dann? Deine Verlobte ist eine erstklassige Künstlerin und ich möchte ihr eine Position bieten, die ihrem Talent entspricht. Sie soll meine Choreografin sein. Was wiederum bedeutet, dass sie einen Anteil der Erlöse jeder Vorstellung bekommt, die sie choreografiert. Du meinst... Geld? Und Ansehen. Schäkern gehört nicht dazu. Mein Wort drauf. In diesem Fall... Schätze ich. Ich wusste, du würdest einverstanden sein. Das wäre also geklärt. Wir sehen uns im Rosmarin, Polly. Ich geh schon mal. Ich hol dich ein. Puh, hätte nie gedacht, dass es so gut läuft.
Alter Schwede, jetzt ist mir über die... Ja, ich hätte einfach die Fäuste geschwungen. Nee, hast du gut gemacht, mein Freund. Geschickt von dir, Rittersporn. Nachdem du ihn gebildet genannt hast, war er Wachs in deinen Händen. Ob Verhandlung oder Gefecht, man muss die Schwachstelle des Gegners finden und ausnutzen bis zum Schwertheft. Also, gehen wir endlich zurück? Ich muss noch bei Rautleck vorbei. Bei dem habe ich vor kurzem neue Plakate bestellt. Aber Hubio hat die alte Version gefunden. Verfluchter Künstler, der wird was erklären müssen. Ich hol die Plakate. Geh du zurück ins Rosmarin. Ich gehe zu Rautleck und du gehst zum Rosmarin zurück. Sonst reißt Priscilla mir den Kopf ab. Wirklich? Würdest du hingehen? Nein, ich beliebe zu scherzen. Sag mir, wo ich ihn finde. Am Hafen. Bis bald also. Habe ich noch dieses alte rostige Schwert angezogen? Das kann nicht wahr sein. Dass mir das jetzt erst auffällt. Warte mal. 143, 154. Boah. Dass mir das nicht vorher aufgefallen ist, dass ich noch dieses alte verrostete Teil da habe. Pfui Teufel. Geht ja mal gar nicht. Ich habe mich schon über die Flecken auf dem Schaft von meinem Schwert gewundert, als ich gerade eben im Gespräch ein bisschen leise war. Da ist das natürlich klar. Zwielichtige Person. Die Leute da mit ihren Karren, ne? Ja, ein Typ, der Plakate macht. Was seid ihr denn? Level 1, ihr seid ja Lappen. Tja, das war ich nicht. Das war schon so. Nennt mich Geralt the Ripper. Ich begehe Morde und komme ungeschoren davon. Gut, es sind immer nur Bösewichte. Aber es kommt sicher irgendwie auf selbe hinaus, ne? Klopf, klopf. Verbranntes süßes Brötchen. Oh oh. Na, sehr nett. Ich suche Rautleck. Da bist du nicht allein. Der verdammte Halbling hat Schulden bei der Halbenstadt. Ich hole mir meine, bevor der Kadaver komplett abgenagt ist. Es reicht nicht für alle, also schwör ab. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich kann nicht zulassen, dass ihr ihn beklaut. Ihr werdet ihn nicht ausrauben. Komisch. Ich kann mich nicht entsinnen, dich um Erlaubnis gebeten zu haben. Auf ihn, Fred! Ihr wollt... Das wirst du bereuen, Mutant. Scheiße, wie schlecht bin ich denn gerade? Ich bin der Kampfmeister! Ich trete euch in den Arsch! Na, kommt her. Kommt nur her. Ich lock euch nach oben und dann geht die Party ab hier. Komm her. Alter, du nervst. Knecht Hubrecht, du. Komm weg mit dir. So, Nummer 1 ist kaputt. Ach, und du hast dich da wieder hingechillt, oder was? Sag mir, was du willst, verdammt! Plakate. Hier sind aber keine scheiß Plakate! Und Rautleck? Wo ist der? Wie immer, auf dem Anwesen der Wegelwuts. Die letzten Kronen verwecken. Na, war doch ganz einfach. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ja, das hätte euch ein paar Schmerzen erspart. Gibt's hier 1000 Meter weg? Das ist aber eine ganz schöne Entfernung. Gibt's hier irgendwo ein Schildchen? Wo ist denn das überhaupt, der Wiegelboots?
Ach so, ja, natürlich. Das ist ja am Arsch der Welt. Darf man ja einmal quer durch die ganze halbe Karte laufen hier.